Willkommen zurück zur Ponyinsel. Durch das Platzieren meiner Stirn an dem Bildschirm habe ich meine Seele aufgegeben. Leider hat es das Spiel nicht vorangebracht, weswegen ich jetzt hier unten auf Continue drücken werde. Ponys. Oh, die haben mich geheilt. Wer Ponys sieht, der muss eine Seele haben. Ah, Moment, das ist ein Gegner hier. Gott ist ein Gegner? Warum ist Gott ein Gegner? Gott ist ein Gegner. Oh, das ist ja schwer. Verdammt. Ach so, ich kann ja schweben, richtig? Das habe ich schon wieder ganz vergessen. Dammit! So close. Man muss hier wirklich sehr vorsichtig sein, man darf diese Schmetterlinge nicht treffen. Was? You killed what? Gott! Ich habe noch nicht Gott getötet. Gott war schon lange tot. Oh, Jesus war's. Alles klar. Dann ist nicht so schlimm. Der kann ja wieder auferstehen. Ich nehme an, es dauert ungefähr 3 Tage und dazu damit übrigens willkommen zur Osterfolge. Ja, es ist Ostern, zumindest an dem Tag, an dem ich aufnehme. Vielleicht nicht mehr an dem Tag, an dem ihr es schaut. Huch. Immer diese Glitches. Wie ich gerade sagte, immer diese Glitches. Sollte der Level nicht fertig sein? Illuminati? Lucifer, was hast du da verbrochen? Puzzle Break! Oh je, runter, Dings, bla, blub. Okay, ich schätze mal, wir wollen hier spalten. Und dann müssen wir aber. Ups, Moment mal, so funktioniert das nicht. Da muss ich kurz drüber nachdenken. Wir spalten an irgendeiner Stelle. Und dann müssen wir den noch ein bisschen aufhalten. Ach so, ja, ich kann den, genau. So. Ah, nein, nicht nochmal teleportieren. Ah, verkackt. Okay, nochmal. Der spaltet sich hier. Dann teleportiert er sich hier hoch. Und dann darf er hier durchlaufen. Da muss man ja teilweise schnell sein. Ah, Moment, das funktioniert nicht vom Timing. Mist. Ich dachte, es würde gehen. Okay, aber Spalten müssen doch auf jeden Fall da oben. Oder? Gibt es da eine andere Möglichkeit? Das probiere ich mal aus. Okay, Moment. Wir spalten den hier oben. Wir spalten den hier oben auf. Machen wir gerade mal. So. Jetzt wird der in 1, 2, 3, 4, 5 Schritten dieses Tor erreichen. Und der hier wird in 3 Schritten diesen Button erreichen. Ich möchte aber, dass es 5 dauert. Also 1, 2, 3, 4, 5. Da war 1 zu langsam. Genau. Und wenn ich ihn jetzt hier rüber teleportiere, dann sind die beide gleichzeitig da. Das war nicht der Plan. Ich dachte jetzt, der eine käme eins später an, aber nein, sie sind natürlich gleichzeitig da. Das funktioniert also auch nicht. Was, wenn das Original... Das ist aber schwierig hier. Oder ich übersehe gerade eine offensichtliche Lösung. Ich sehe immer noch keinen Grund, warum ich an der Stelle einen aufspalten soll. Also spalte ich wieder hier oben auf. Und dann teleportiere ich vielleicht... beide? Machen die das denn überhaupt?
Ach ja, das funktioniert. Ja, wunderbar. Na, also, da stand ich ein bisschen auf dem Schlauch, aber naja, soll auch mal gelegentlich vorkommen. Was ist hier mit dieser Blume los? Man weiß es nicht. Okay, oh, jetzt geht's aber ein bisschen arg ab hier. Mach mal Pause hier. Okay, wir haben wieder das gleiche Problem wie eben. Wir wollen uns an irgendeiner Stelle aufspalten. Wir wollen an irgendeiner Stelle durch dieses Tor. Also muss... Okay, ich weiß. Glaube ich. Ich probiere mal aus. Ich probiere mal meine erste Idee. Der kommt, spaltet sich auf. So, und jetzt teleportieren wir den darüber. Und den da hoch. Nein, dann ist er ja noch später da. Das war falsch. Nein, wir müssen früher da sein. Okay, wir müssen den hier aufhalten, dass er später zu diesem Tor kommt. Okay. Okay, neuer Plan. Wir spalten hier auf. Upp, so. Jetzt möchte ich gerne, dass der hier wird in drei Schritten da sein. Den möchte ich hochteleportieren. Den hier möchte ich einfach weiterlaufen lassen. Aber wenn ich ihn jetzt wieder runter teleportiere, ist er, glaube ich, zu langsam, richtig? Zu langsam. Aber ich kann ihn nochmal spalten und so. Man muss nicht gerade einmal husten. Und wenn ich ihn nicht hoch teleportiere, sondern darüber, kann ich nicht wieder zurück teleportieren. Aber ich könnte ihn rüber teleportieren und wieder auf. Bringt mir dieses Feld hier irgendwas? Nein, ich glaube nicht. Außer vielleicht... Okay, ich habe noch eine Idee. Wir teleportieren die Kopie rüber. Und dann den da dorthin. So. Nein, ist auch zu spät. Außerdem hat er sich nicht teleportiert. Das war doch Mist. Ja, der kommt von ganz da oben. Das wird doch nichts. Eieiei. Okay, was macht man, wenn man bei einem Problem nicht weiterkommt? Man versucht es rückwärts aufzuschlüsseln, richtig? Also gehen wir einfach mal davon aus, die sind beide gleichzeitig hier. Dann sind sie davor hier, dann sind sie davor hier. Um hier anzukommen, muss er irgendwie hin teleportiert worden sein, vermute ich. Und zwar von dort. Das heißt, davor sind sie in diesen beiden Feldern. Davor sind sie in diesen beiden Feldern. Das heißt, der muss erstmal eins hoch teleportiert werden. Jetzt ist er in 1, 2, 3, 4, 5 Schritten hier unten. Jetzt teleportiere ich ihn rüber. Ah, jetzt habe ich ihn auch teleportiert. Was? Wie ist das denn passiert? Was? Wieso hat er nicht gerade teleportiert gehabt? Hm, da habe ich irgendwas verpasst. Mist. So, was habe ich gesagt? Ich teleportiere ihn hoch. So. Das passt doch. Wenn ich jetzt den Teleporter ändere, teleportiert er nochmal? Eins, zwei, drei, vier, fünf. Eins, zwei, drei, vier. Dammit! Ah,
1, 2. Moment. Okay. Eben ist da irgendwas schief gegangen. So. Nein. Damn. Ich dachte, meine Lösung eben hätte gestimmt. Was habe ich denn da verkackt? Was habe ich denn da falsch gemacht? Ich wollte ihn wieder eins hoch teleportieren. Das funktioniert. Dann wollte ich, dass er durchgeht und er hoch teleportiert wird. Das funktioniert. Ah, jetzt weiß ich, was ich falsch gemacht habe. Okay. Jetzt muss ich ihn noch einen Frame gehen lassen. Jetzt teleportiere ich ihn rüber. Ja, hat doch gestimmt. Ich habe es nur irgendwie falsch ausgeführt. Das hat gedauert, das tut mir leid. Das war ein bisschen kniffliger. Da bin ich nicht sofort drauf gekommen. Schauen wir mal, wo uns das hingeführt hat. In ein neues Pony-Level ohne Gegner. Zu früh geredet. Die Gegner sind da. Ach, komm schon. So langsam wird es auch ein bisschen ermüdend. Ich hätte mal gerne irgendwas Neues. Weder diese Puzzle noch dieses Gehüpfe hier. Wo bleibt denn sonst die Spannung? Hey, aber coole Flügel habe ich. Gut. Kann ich das Auge anklicken da hinten? Zerschießen? Nein, sieht nicht so aus. Naja, ich mache einfach mal den Level. Der scheint ja recht lang zu sein. Das sind einfach nur mechanisierte Schmetterlinge. Die muss ich gar nicht erschießen. Das sind zwei normale. Das sind nur mechanisierte. Oh Gott. Oh nein, nein, nein. Ah! Das ist zu viel Input auf einmal für mich. Da schaltet mein Gehirn ab. Ich muss die Schmetterlinge vermeiden, ich muss Gott erschießen, ich muss über seinen Schuss drüber springen und über die Hindernisse unten. Das sind gleich vier Dinge auf einmal, auf die man aufpassen muss. Außerdem habe ich das Gefühl, der Level hier ändert sich. Oder auch nicht? War der nicht eben länger? Naja. Schauen wir mal, ob Jesus nochmal kommt. Das wäre dann jetzt, jawohl. Erwischt. Wenn man weiß, dass er kommt, macht das es ein bisschen leichter. So. So. Und jetzt was Spannendes, bitte. Levelende? Ach, Lucifer. Ja, das sehe ich nämlich auch so. Ich habe alle spaßigen Levels schon geschafft. Okay. Ups. Sorry. Hätte ich das nicht machen sollen? Bin ich... Na gut, gehen wir in den Glitch. Ach, Standard, Standard, das kennen wir ja schon. Die Schmetterlinge sind weg, jetzt haben wir wieder den Kram. Oh Gott, jetzt haben wir denselben Spaß mit Schlüsseln. Wo wollen wir hin? Was wollen wir tun? Was geschieht hier? Wir haben exakt drei Felder und wir wollen da unten rein? Nein, wir wollen da unten rein. Und dazu müssen wir erstmal... Oh Gott. Okay. Das wird ein bisschen... Okay, jetzt zählt Corrupt hoch. Jetzt wollen wir hier unten splitten. Aber das ist nicht rechtzeitig, das wird nichts.
und vor allem wird es da zurückgesetzt. Das heißt, da müssen wir dann... Okay, schauen wir mal Folgendes an. Wir gehen so durch. Sorry, nochmal. Splitte dich auf. Okay. Wir wollen jetzt hier resetten. So, jetzt haben wir Corrupt zumindest mal auf 445 gekriegt. Achso, das hier hinten ist ein Minus. Ups. Ich dachte, das wäre ein Plus. Hätte es denn dann gereicht, wenn ich da ein Reset mache? Und hier ein Split. Und dann... Ja, doch, warum nicht so? Und dann wollen wir das hier... Wait a minute, das funktioniert ja auch nur so bedingt. So. 519. Ach, warum habe ich da ein Reset hingestellt? Ach, so, ich wollte doch... Nee, ich wollte da ein Reset. Genau, da kommt ein Minus. Aber reichen tut's nicht. Wir haben... Ach, was ist denn das? 7 mal 74 ist 490 und 28. Ja, ja, das sind genau die 519, die wir hier haben. Die haben wir komplett zusammenbekommen. Das heißt, irgendwo müssen wir durch eine Schleife durch und das nochmal auslösen. Zum Beispiel so. Ja, natürlich. Endlich! Endlich wieder raus hier! Save our souls! Gott mit Brille! Portal-Generator! Corrupted! Messenger? Lockout geht nicht! Ach cool, ich kann Portlader erstellen! Ich komme nur nicht rein! Okay, schauen wir in den Messenger! Gucken wir mal, ob unser Freund da ist. Der hat uns zumindest bisher weitergeholfen. Ich wollte was tippen. So. Hallo? 331? Was? 331 Jahre? Das kann ich nicht glauben. Der will mich doch verarschen. Lauter verlorene Seelen, die alle irgendwo feststecken. Okay, dann hilf uns doch mal, die dritte Core-File zu finden, dann machen wir die auch noch kaputt. Wow, oh, schön. Okay, wir suchen einen weiteren Ort, wo wir ein Portal zur letzten Core-File öffnen können. Pony Island 3D, das klingt gut. Devil Island, Pony Island Metro. Hm. Machen wir erstmal das hier. Ah, text-based. Schwärze, ein schimmerndes Licht. Ein heller Stern. Continue. Ein attraktives Menü. Zwei wunderschöne Ponys. Pony Island. Okay, start game. Was? Options.
Das kommt mir jetzt aber vage bekannt vor. Ich weiß, was ich will. Free Ticket. So funktioniert das. Cheerful Facade. Nee, Fix Start Menu natürlich. Und dann Back. Man hört mich bestimmt sehr laut tippen auf meiner Tastatur übrigens in der Aufnahme. Start Game. Ja, ein Ladebildschirm. Juhu! Ein gut programmierter Ladebildschirm, der sehr schnell lädt. Sehr schnell. Ich bin ein Pony. In der Sonne, beim Hügel, der Wind bläst mich meine Mähne, als ich über das weite Land galoppiere. Und dann... Ein Tor. Ich springe. Springe! Ja, ich erschieß mal den Gegner. Ich würde mich ja auch fragen, was passiert, wenn ich einfach sterbe, aber dann muss ich wahrscheinlich von vorne anfangen. Oh, ein weiteres Tor, das ein bisschen zu weit weg ist. Dann mache ich mal nichts. Okay, dann kann ich jetzt wohl drüber springen. Das war einfach. Ich fühle mich klug dafür, dass ich gewartet habe. Springen wir in das Ziel. Macht keinen Unterschied. Was? Was? Mein Genick bricht? Lieber Freund sagt uns, dass das nicht funktioniert hat. Tja, dann bleibt nur noch eins der anderen drei Spiele. Und ich glaube, das machen wir dann in der nächsten Folge, denn das war ja jetzt schon wieder ein bisschen länger hier mit dem ganzen Rumgerätsel. Also bis dann. Tschüss.